Rishi Kula, das Haus eines Rishis. Rishi heißen die großen Seher, die großen Propheten. Kula heißt Familie, Haus oder Sippe oder auch Tradition. Du kennst vielleicht Guru Kula, das ist das Haus und die Familie eines Gurus. Wenn du zu einem Guru gehst und dort wohnst, dann bist du in einem Guru Kula. In Indien werden die alten Schulen oder Schulen nach dem alten Prinzip, wo die Schüler bei ihren Lehrern leben, als Gurukulas bezeichnet. Oder auch bei Yoga Vidya sagen wir, gerade für Ausbildungen haben wir das Gurukula-pädagogische System. Die Schüler leben in der spirituellen Gemeinschaft, praktizieren mit ihren Lehrern und lernen. In diesem Sinne gibt es auch Rishi Kula. Rishi Kula kann jetzt Verschiedenes heißen. Rishi Kula kann das Haus eines Rishis sein. In den Veden ist öfters vom Rishi Kula die Rede. Rishi Kula kann auch die Familie des Rishis sein. Die Rishis waren ja im alten Indien meistens verheiratet. Das Konzept von Entsagung gab es da zwar auch, aber das waren eben die Asketen, die waren seltener. Die großen Rishis waren alle verheiratet. Und die Familie des Rishis war dann Rishi Kula. Dann konnten die Rishis natürlich auch Kinder haben und Enkel und so weiter. Und die ganze Sippschaft eines Rishis war dann Rishi Kula. Und noch eine Bedeutung, ein Rishi hat auch eine Schule begründet. Und die Schule eines besonderen Rishis war dann auch Rishi Kula. Und so ist Rishi Kula auch eine spezielle spirituelle Tradition. Die ganz großen Rishis haben eine Rishi Kula, also eine Rishi-Tradition, die bis heute weitergeht. Und so gibt es verschiedene Sanskrit-Schulen und Veda-Schulen, die einer bestimmten Rishi-Kula entstammen und seit Jahrtausenden die Weisheit dieses einen Rishis weitergeben, lernen, praktizieren, verwirklichen. Also Rishi-Kula, Haus eines Gurus, Familie eines Rishis, auch eine Versammlung von Rishis, kann auch Rishi-Kula heißen, wie auch eine Rishi-Tradition. All das findest du auch beschrieben auf www.yoga-vidya.de. Da gibt es ein Suchfeld, da kannst du eingeben Rishi oder Rishi Kula oder einfach Kula und erfährst viele Informationen über diese und alle anderen Sanskrit-Begriffe, die fürs Yoga von Bedeutung sind.